Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Open Roller Coaster Tycoon 2 Tutorial. Denn Open Roller Coaster Tycoon 2 bringt nämlich eine witzige Möglichkeit mit. Ihr könnt Streckenteile von anderen Achterbahnen einbauen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier diesem Junior Coaster, könnt ihr jetzt hier den Looping von der Holzachterbahn und hier zum Beispiel ein Korkenzieher-Element von der Stahlachterbahn einfügen. Und wie das genau funktioniert, möchte ich euch in diesem Tutorial einfach mal fix zeigen. Dazu ist es am besten, wenn ihr eure Strecke schon mal so ein bisschen im Kopf habt oder mal vorbaut. Ich habe hier schon mal eine Junior-Achterbahn bzw. eine Kinder-Achterbahn gebaut. Die hat natürlich kein Looping und auch kein Korkenzieher-Element. Geht natürlich auch mit allen anderen Achterbahnen dieser Trick. So, zunächst müsst ihr folgende Cheats aktiviert haben. Einmal Konstruktionsüberschneidungen erlauben und einmal im Cheats-Menü der Cheat alle Betriebsmodi anzeigen. Das wird nämlich später nochmal ganz wichtig. So, jetzt sind wir bei unserem Kiddie Coaster und wir möchten hier an dieser Stelle, wo diese S-Kurve ist, ein Looping von der Holzachterbahn hinstellen. Hier habe ich deshalb die S-Kurve hingebaut, weil der Looping ja dann eins weiter links rauskommt in Fahrtrichtung. So, also wir haben das hier gebaut, wir reißen es einfach wieder ab. Ich hoffe, das passt vom Platz so. So, reißen das wieder ab und machen jetzt hier, weil der Looping nach oben geht, machen wir jetzt hier so diese Schanze hin. So, dann wählen wir uns hier die Holzachterbahn aus. Eigener Entwurf bauen. So, gehen wir erst mal her, drehen uns das Ding hin, wie wir es haben wollen. Und achso, ja, Moment, das ist schon der erste. Das muss ich nochmal abreißen hier. So, das abreißen. Weil sonst kann ich den Looping nicht auswählen. So, Looping nach links. So, jetzt haben wir den Looping der Holzachterbahn. Und jetzt ist es wichtig, wenn ihr den gebaut habt, müsst ihr nochmal das Endstück von der Kinderachterbahn nehmen, erhöhen und dann nochmal einmal draufklicken, dass es jetzt sozusagen verbunden ist. Ihr seht das hier so ein bisschen andeutungsweise, dass die Schiene der Kinderachterbahn jetzt unter dem Looping ist. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen und jetzt zählt das jetzt als verbunden. So, jetzt geht das weiter. Jetzt müssen wir die Kinderachterbahn natürlich hinten auch wieder anschließen. Da gehen wir wieder an das andere Ende und bauen hier einfach rein. Aber ich glaube, so was wir jetzt gemacht haben, wird es nicht funktionieren. Wir werden es mal ausprobieren. Erstmal mit einer Testfahrt. Dazu müssen wir hier diesen Modus auf Mietboot-Modus setzen. Einen Zug und dann gucken wir uns mal an, ob das schon funktioniert. Oh, mein Park hat den Preis enttäuschendster Park des Landes bekommen. Das ist halt so. So, ich beschleunige das mal ein bisschen, dass es schneller geht. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. So, durch den Looping geht's. Aber hier hinten bleibt stecken. So, das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Wir müssen es nochmal abreißen. Und hier hinten die Schiene auch. Nee, das war schon wieder falsch. Jetzt. So. Da müsst ihr immer so ein bisschen rumprobieren, wie ihr das macht. Aber ihr müsst dann wahrscheinlich mit der Holzachterbahn dann über die Kinder, über die folgende Achterbahn bauen. Und dann seht ihr hier, wenn das hier so oben drüber ist, dann passt das. Also, kleiner Merkspruch, das funktioniert, wenn der folgende Achterbahnabschnitt oder der Achterbahntyp über dem vorherigen liegt, also wie hier Kinderachterbahn liegt über der Holzachterbahn. Testfahrt. Und jetzt wird der dort durchfahren. Klappt sogar mit den, ja, mit den Grafiken so ungefähr. Passt auch so. Jetzt haben wir auch noch das nächste vor. Wir wollen hier den Korkenzieher reinbauen. Da gehen wir ganz genau so vor. Wir reißen das Stück nochmal ab. Gehen dann hier in die, jetzt war ich zu schnell, gehen hier in die Schraubenachterbahn oder was auch immer für eine Achterbahn ihr nehmen wollt, die einen Korkenzieher hat oder irgendein anderes Element, was ihr haben wollt. Halbe Schraube links.
Setzen wir mal hierher. So. Verlängern wir mal hier das Stück. So, und jetzt können wir einfach hier vorne wieder hingehen, das dran bauen und ihr seht, die Junior-Achterbahn ist unter der Schraubenachterbahn. Das heißt, diese Verbindung wird so funktionieren, wird dazu problemlos durchfahren können. Dann müssen wir hinten die Schraubenachterbahn noch über die Junior-Achterbahn bauen. Jetzt seht ihr hier, die Junior-Achterbahn ist über der Schraubenachterbahn. Und das müsste genauso funktionieren. Also wie gesagt, der Merk- oder Leitfaden oder Merktrick ist hier der anschließende Achterbahntyp muss über dem davor kommenden Achterbahntyp angezeigt werden. Dann passt das so wie hier. Es folgt die Junior-Achterbahn und die muss demnach über dem Schrauben-Achterbahn-Stück sein. Am Ende des Elements, am Anfang, ist es natürlich andersrum. Hier muss natürlich die Schraubenachterbahn über dem Element der Junior-Achterbahn sein, damit das Ganze funktioniert. So, jetzt können wir nochmal die ganze Testfahrt machen. Jetzt fängt es an mit Regnen, gefällt mir überhaupt nicht. Kurz mal schönes Wetter cheaten, wenn man das im RL auch nochmal so machen könnte. Wo haben wir es denn? Sonnig, Wetter einfrieren, fertig. So, der Wagen fährt jetzt los. Durch den Looping, durch den Korkenzieher und in die Station. So einfach geht das. Natürlich sind dann die Grafiken von dem Wagen hier in diesen fremden Elementen, die nicht zu dem ursprünglichen Streckenteil gehören, ein bisschen verbuggt. Weil die ist ja nicht existiert. Aber die Werte sind eigentlich in Ordnung. Könnte man anbieten den Leuten. Hier sind mit 4,27G schon ein bisschen extrem, aber... ja, kann man machen. Oh, gerade kleiner Soundbug gewesen. Kann man machen, auf jeden Fall. Eine Idee habe ich jetzt doch mal. Die probiere ich jetzt doch mal aus. Die funktioniert bestimmt auch. Da muss ich mir aber noch mal eine neue Attraktion reincheaten. Das ist alles kein Problem. Das kann man ja alles noch nachträglich hier reinbringen. Nämlich... wo ist er denn? Man könnte jetzt natürlich auch die Kinderachterbahn hier mit diesen Achterbahnbooten, mit diesen Wasserelemententeil verzieren. Aber ich möchte gern von den Stromschnellen hier hinten ein Element reinbringen. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein Test, ob das auch funktioniert, weil es ist ja jetzt eine Wasserattraktion und keine Achterbahn. Zum Beispiel mal den Wasserfall. Ah nee, das ist doof, das sieht man dann nicht so. Dann nehmen wir mal lieber den Whirlpool. So, bauen jetzt hier rein. Das scheint zu funktionieren. So, jetzt haben wir hier das drin. Jetzt probieren wir es mal aus mit einer Testfahrt, wie das aussieht. So, durch den Looping. Dadurch... oh, bleibt stecken. Das habe ich mir schon gedacht. Na gut, das... egal. Also, auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, wie ihr typenfremde Achterbahn-Elemente in eine vorhandene Achterbahn einbringen könnt. Jetzt könnte man eigentlich eins will ich noch mal ausprobieren. So, jetzt habe ich das unsichtbar gemacht, den Track. Geht das jetzt immer noch? Wenn das einen nämlich stört, dass es so überlappt, dann könnte man das nämlich mit dem Kachelinspektor einfach unsichtbar machen. Ja. Dann könnte man das so noch schön hinbiegen. Indem man es einfach unsichtbar macht. Das ist natürlich hier dieser kleine Versatz zwischen den einzelnen Streckenelementen, den muss man natürlich berücksichtigen. Ach, hier hinten könnte man das noch wegmachen. So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Tutorial. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es doch einmal in die Kommentare. Dann bedanke ich mich erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten OpenTDD. Quatsch. OpenTDD. OpenRCT2 Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.